Hallo Hansa-Fans, herzlich willkommen zu Hansa Intim, dem Live-Talk aus dem Fanhaus. Und viele von euch wissen es oder haben es gelesen, wir haben heute Geburtstagssendung hier am 22. Januar 2010. Da haben sich zwei bekloppte, fanatische Hansa-Fans, absolut medienunerfahren, unterstützt von unserem Pressesprecher, ins Stadion gesetzt mit Laptop und Mikro und haben das Spiel gegen Erfurt in die weite Welt übertragen. Und während Helmer die Technik, glaube ich, ganz gut im Griff hatte, da habe ich mich an meiner ausgearbeiteten Anmoderation krampfhaft festgehalten, sehr nervös. Aber das 3:0 durch Late, Ziegenbein und Schied hat uns einfach das gemacht. Ja, eine gelungene Premiere. So und sind wir da, seitdem wir existieren. Aber nun wollen wir nicht da in den Erinnerungen schwelgen, zumindest noch nicht jetzt, weil wir haben viele wichtige Themen zu besprechen. In den letzten Tagen und Wochen ist ja so viel rund um den FC Hansa Rostock passiert, dass es eigentlich gar nicht in eine Sendung passt. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass zu diesen brennenden Fragen, die uns unter den Nägeln brennen, unser Aufsichtsratsmitglied und Interimsvorstand Jan-Henrik Brinker sich hier bereit erklärt hat, mit mir die aktuellen Ereignisse zu diskutieren. Jan-Henrik, herzlich willkommen hier auf dem heißen Stuhl. Vielen Dank, ja, vielen Dank. Guten Abend. Als ich gelesen habe, dass du vom Aufsichtsrat zumindest übergangsweise in den Vorstand wechselst, da habe ich gesagt, mein Gott, ist der wahnsinnig geworden. Der hat einen Fulltime-Job, der hat eine Familie, der hat drei Kinder. Nicht zu vergessen, der hat einen Hund. Ja? Also insofern, da braucht man ja nicht nur ein sehr konsequentes Zeitmanagement, eine tolerante Ehefrau vermutlich, aber man muss auch schon ein Stück weit verrückt sein, oder? Ach, um das Verrücktsein geht es gar nicht so sehr. Das hilft natürlich, ja. Aber als die Situation dann eintrat Ende des Jahres, ihr habt alle oder wisst alle noch, wie das war mit der Wahl zum Aufsichtsrat, was also im Vorfeld da passierte und auch wie die Mitgliederversammlung ablief und der Vorstand, der uns dann mit seinem Rücktritt konfrontierte, mit dem Rücktrittsgesuch, bevor wir als Aufsichtsrat eigentlich die erste gemeinschaftliche Sitzung mit dem Vorstand hatten. Also wenn man so will, uns so ein bisschen auch dann vor vollendete Tatsachen gestellt hatte, vielleicht in einer Art von vorweggenommenem also vielleicht war man da etwas schneller, als wir das eigentlich überhaupt sein wollten. Uns ging es darum, dann nach dieser Mitgliederversammlung eigentlich eine gute Basis zu finden, damals auch mit dem Bestandsvorstand. Das war dann eben nicht so, okay. Nach Satzung ist es so, dass wir ja drei Vorstandsmitglieder brauchen. Die wichtigste Personalie und auch das wichtigste Thema für uns war damals eigentlich zunächst das Thema Sport zu besetzen, was ja nun auch schon über eine gewisse Zeit eine Vakanz hatte. Und insofern war dann die Lösung oder der Schritt zu sagen, wir machen hier keinen Schnellschuss und suchen dann den Erstbesten, sondern schaffen eben mit so einer Interimslösung eine Satzungskonformität her. Das war für uns dann so der logische Schritt und dann guckten sich in der Runde alle an und ich habe nicht weggeguckt und schon hatte ich den Job sozusagen. Zum Thema Zeitmanagement, ja, hast du recht, das ist... Langeweile habe ich zurzeit nicht, was auch damit einfach zusammenhängt, dass natürlich die Tätigkeit so ein bisschen räumlich oder mein Tageswerk ein bisschen räumlich an verschiedenen Orten stattfindet. Alles funktioniert, die Tage, die funktionieren zurzeit im Laufschritt. Gut. Laufschritt. Als ich gestern früh die Zeitung aufgeschlagen habe, da blieb mir ja fast das Herz stehen, muss ich ganz ehrlich sagen, um mal auf ein ernstes Thema mitzukommen. Dann hast du aber die Ostsee-Zeitung aufgeschlagen. Selbstverständlich. Und nicht die Zeitung unseres Medienpartners. Die NLN, nein, weil ich als alter Ostsee-Zeitungsleser auch die Ostsee-Zeitung weiterhin lese, okay. Natürlich. Und die ist ja auch manchmal sehr gut informiert. Aber ich habe gelesen, Hansa droht die Insolvenz, Geld reicht noch für 5 Monate, Aufsichtsratschef Abokat schlägt Alarm. Und da habe ich gedacht, mein Gott, geht uns das finanziell wirklich so schlecht oder ist das eher Schwarzmalerei? Also als ich das gelesen habe, habe ich es wirklich mit der Angst gekriegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das kann man auch. Also bei der Überschrift. Wenn man den Inhalt liest, was du bestimmt gemacht hast, dann sieht man, dass der Inhalt viel weniger reißerisch aufgemacht ist als eben die Überschrift. Man muss sagen, dass zur Situation an sich, dass die jetzige die Rückrunde oder die Spielsaison die bringen wir ganz in Ruhe zu Ende, die ist durchfinanziert, da gibt es, was das angeht, keine Schwierigkeiten. Wir haben Budget, was wir auch gesehen haben, auch an den späteren Gästen hier heute Abend. Wir haben also
nochmal den Fokus versucht zu legen auf das Thema Sport. Es gibt ein Budget auch für neue Verpflichtungen. Von der Warte her muss man sagen, ist die in der jetzigen Zeit von einer Insolvenz zu sprechen, ist überhaupt nicht angebracht. Das ist auch etwas, was auch nach Rücksprache mit Thomas Approkat heute so in diesem Zusammenhang auch nicht gefallen ist. Insofern, es gibt keinen Insolvenztatbestand, es gibt keinen, was das angeht, zurzeit ist das also kein Thema. Dass wir finanziell nicht auf Rosen gebettet sind, da denke ich, muss ich Ihnen hier nicht oder Ihnen euch nichts erzählen, das sind wir nicht. Aber dass wir also auch in den nächsten 5 Monaten, wir sprechen also deshalb 5 Monate, weil es ja dann auf die neue Saison zugeht, dass wir also bis dahin noch gewisse Hausaufgaben zu machen haben, ja, das ist aber auch kein Geheimnis, auch das wurde auf der Mitgliederversammlung offen angesprochen. Es wurde jetzt halt nur, zumindest von der Ostsee-Zeitung, einigermaßen so aufbereitet, wie es andere Zeitungen eben nicht gemacht haben. Und denke, das schildert auch so ein bisschen vielleicht, oder daraus kann man vielleicht auch so den Tenor hören, wie wir das empfunden haben. Im Videotext habe ich dann auch gleich am selben Tag noch eine Information gefunden, wo beim NDR gesagt wurde, ab jetzt muss eisern gespart werden. Unter anderem auch die Nachwuchsakademie steht auf dem Prüfstand, soll eventuell sogar vor dem Ausstehen, wurde spekuliert. Ist das ein Thema? Nee, das ist zurzeit kein Thema. Es ist auch nach dem Selbstverständnis, das wir, glaube ich, als Verein haben und nach dem Selbstverständnis, was... so wie wir jetzt auch in der Vereinsführung, ich bin zwar auch, wenn ich jetzt ein Vorstandsmitglied bin, so würde ich immer lieber von der Vereinsführung sprechen, weil natürlich gerade im Moment Aufsichtsrat und Vorstand wahrscheinlich enger zusammenarbeiten als jemals zuvor. Wir haben also da von der Vereinsführung nach wie vor den Ansatz, dass wir sagen, Hansa ist ein traditioneller Ausbildungsverein. Große Sponsoren werden aufgrund unserer Lage hier in Mecklenburg-Vorpommern stehen die zumindest nicht Schlange. Das heißt, also auf lange Sicht ist es so, dass wir eben Hansa weiterhin als einen Verein etablieren oder beibehalten wollen und fördern wollen, der eben auf die Jugendarbeit setzt und letztlich dann für die eigene erste Mannschaft oder aber eben auch dann aus Transfererlösen oder Ausbildungsentschädigung letztlich finanzielle Mittel generiert. Das ist eigentlich nach wie vor die große Richtung. Natürlich muss man trotz allem, es muss eisern gespart werden, ja, das ist sicherlich richtig. Auf der anderen Seite ist das in einem laufenden Betrieb, in einer laufenden Saison nicht besonders einfach, weil es natürlich für alles Verträge gibt, damit meine ich gar nicht unbedingt die Gehälter, sondern es sind natürlich viele, viele andere Dinge, die genauso befristet irgendwo festgemacht sind. Aber dass man sich die Kostenstruktur wie in jedem anderen Betrieb, ich habe es auf der Mitgliederversammlung gelernt, der FC Hansa ist kein Wirtschaftsunternehmen, sondern ist natürlich ein Verein und das soll er auch sein, aber dass man sich natürlich trotzdem die Zahlen anguckt, das denke ich gehört einfach dazu. Gut, aber zumindest ist diese erste Sorge, die erste Angst, die mir da in die Glieder gefahren ist mit der Insolvenz und mit dem Streichen der Nachwuchsakademie, das hast du ja zumindest so ein bisschen abgeschwächt, also werde ich dann wieder heute ruhig schlafen können. Dann ist doch schon was gewonnen. Das passt schon, genau. Was genau ist eigentlich deine Aufgabe als Übergangschef, wird immer wieder gefragt. Hast du da Telefondienst, E-Mail checken oder wie genau sieht dein Tagesablauf aus? 148 Mails, ja. wobei das kommt in dem Fall sogar tatsächlich nahe, denn ja, dann ist es so, dass ich bemühe mich zurzeit jeden oder zumindest jeden zweiten Tag auch hier vor Ort präsent zu sein. Es gibt einfach die Eingangspost, die leisten leider meistens, aber warum soll es uns besser gehen als anderen, aus Eingangsrechnungen besteht, die in irgendeiner Form natürlich dann zu kontrollieren, beziehungsweise auch, und das ist vielleicht jetzt auch im Moment, der hat einen gewissen Charme, dass wenn jemand wie ich jetzt hier hineinkommt, hineingeworfen wurde, mit einem Blick, vielleicht Erfahrung in wirtschaftlichen Dingen, aber eben jetzt nicht unbedingt aus der Vereinsperspektive und auch nicht unbedingt jemand, der nun weiß, wie alle Dinge laufen. Dann hat man natürlich auch die Freiheit, manches vielleicht auch mal kritisch oder einfach informativ zu hinterfragen und vielleicht dann auch das eine oder andere vielleicht mal zu begradigen, was wie in jedem Unternehmen, jetzt sage ich es doch, vorkommt, was im Laufe der Jahre vielleicht mal so eingelaufen ist, ohne dass man heute vielleicht noch genau weiß, warum das mal so gemacht wurde. Und dieser Blick von außen, das ist das, was ich zurzeit versuche, hier hereinzubringen.
Ansonsten habe ich bei mir auf dem Schreibtisch also einen kleinen Stapel mit Dingen, die ich so kopiere, wo ich sage, das sind alles Themen, die würde ich dann einem zukünftigen Vorstandsvorsitzenden übergeben, verbunden mit dem Hinweis, dass wenn ich länger geblieben wäre, wären das Themen, um die ich mich gekümmert hätte. Denn ich denke, alles andere wäre auch ein Stück weit an den Mitarbeitern, wenn man jetzt kommt und will in der kurzen Zeit oder in dieser undefinierten Zeit, will man alles auf den Kopf stellen, wäre wohl auch den Mitarbeitern gegenüber alles andere als angemessen, um dann vielleicht nach der Halbzeit, also wenn man etwas anfängt und ist dann auf einmal weg, dann das geht nicht. Kümmern tust du dich ja trotzdem eigentlich auch über diese E-Mails hinaus. Also eine Aktion, die ich mit deinem Namen verbinde, ist ja der Aufruf an die Fans, sich mit Ideen oder Vorschlägen rund um den FC Hansa Rostock zu beteiligen. Da war immer eine Rückfrage, waren da richtig gute Ideen bei? Vielleicht sogar welche, die wir zukünftig umsetzen können, werden sollen? Beides, ja. Es waren sehr viele Ideen dabei. Es waren alle konstruktiv. Wenn man unter konstruktiv auch die Süd muss auf versteht, dann waren also wirklich alle konstruktiv. Ach, war auch dabei. Ja, das war auch dabei, ja. Das habe ich, ja. Es waren viele, wie ich finde, viele Zuschriften. Es wurden ganz unterschiedliche Themen angesprochen, natürlich von der Stadionstimmung bis hin zur Bockwurst war alles dabei. Es waren viele konstruktive, oder sagen wir es mal vielleicht seriöser, zur Qualität des Caterings. Es waren gute Anregungen dabei, auch umsetzbare Anregungen von warum kann ich eine Jahreskarte nicht in Raten bezahlen, kann ich nicht per SMS spenden, also viele kleine Dinge. Natürlich war uns irgendwie auch klar, dass jetzt nicht die eine Idee dabei ist, der große Wurf, wo wir alle dann sagen, weil dann hätten wir noch einen Job frei für den, der das geschickt hätte. Aber es waren also viele Dinge dabei. Marit war so nett und Helmer auch und haben die alle E-Mails auch gesichtet. Ich habe zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, so jetzt, also vielen Dank, Anregung genug, habe ich auch, ich glaube jedem, zumindest war das die Idee, jedem auch geantwortet, und sei es auch nur kurz, aber um überhaupt zu demonstrieren, das Ding landete nicht im Nirgendwo, sondern wir haben jede E-Mail gelesen, wir haben alles dann nach Themen, nach gewissen Themen kategorisiert, und gerade gestern hat der Aufsichtsrat dann alle Aufsichtsratsmitglieder eben auch so eine Mappe bekommen. In dem Zusammenhang also nochmal vielen Dank auch an euch beide. Und hat sozusagen mit der To-Do-Liste. Und das gucken wir uns jetzt an. Und was ich schon gesagt habe, da sind viele Anregungen bei, kleine, die man im Grunde sofort umsetzen kann. Da sind andere Themen bei, die wiederum in einer anderen Form des Mitmachens münden können. Wenn wir über Musik sprechen, Einlaufmusik sprechen, Tormusik sprechen, natürlich gibt es dann vielleicht bei 100 Leuten 101 Meinung, aber trotzdem sind das so Themen, die reichten wirklich vom ganz Kleinen bis hin eben auch zu Themen, wie können wir den Verein finanziell unterstützen. Mhm. Also gut, insofern auch an der Stelle mal für alle, die jetzt hier mithören gerade, also vielen Dank dafür, das war eine tolle Aktion. War es auch schön zu hören, dass diese E-Mails tatsächlich auch wahrgenommen wurden, ja, und nicht irgendwo im Papierkorb landen. Ne? Einlaufmusik, ECDC, aber da können wir dann hinterher nochmal drüber sprechen. Du hättest mir ja schreiben können. Ja, ich mach's dann mutig. Südtribüne, weil dieser Vorschlag eben auch mit bei war und ist natürlich eines der zentralen Themen, was wir jetzt die letzten Tage ja auch überall diskutiert haben, nicht nur unter den Fans. Thomas Abruckhardt, unser Aufsichtsratschef oder Aufsichtsratsvorsitzender, hat ja die Öffnung der Südtribüne als alternativlos bezeichnet. Siehst du das genauso? Im Grunde ja. Wobei ich auch gestehen muss, das hat bei mir das war ein gewisser Prozess. Weil noch zur Zeit der Mitgliederversammlung hatte ich vielleicht wie viele andere, auch hier, weniger Detailkenntnis, als ich es heute habe. Da geht es ja auch nicht nur um von wo kommen die Fans, also wie ist die Zugangssituation, sondern das sind ja auch baurechtliche Themen zum Beispiel, wie ist die Belastung, was passiert, wenn ich hüpfe, etc. pp. Sodass also zum Schluss, und das ist vielleicht auch an der Stelle nochmal ganz gut und wichtig herauszuarbeiten, dass die Wiedereröffnung der Südtribüne im Grunde ja zwei Aspekte hat. Zum einen ist das der finanzielle Teil, zu dem kann ich gleich noch was sagen, zum anderen ist es der Stimmungsteil. Und beim finanziellen Teil ist es so, dass, das haben wir alle, denke ich, ja miterlebt, die Zahl der Zuschauer in den letzten Heimspielen eigentlich kontinuierlich gesunken ist. Plus die Stimmung war irgendwie überschaubar. Das fällt uns eigentlich zweimal auf die Füße. Es sind eben Einnahmen, die jetzt im laufenden Tagesgeschäft fehlen, ganz einfach. Wenn statt
kalkulierten 11.000, 12.000, weiß ich nicht, womit 12, glaube ich, haben wir budgetiert. Um und bei, genau, jetzt eben dann im Schnitt nur noch 8 kamen, dann ist das natürlich einfach Geld, was pro Heimspiel fehlt. Es fällt uns aber ein zweites Mal auf die Füße und vielleicht sogar noch viel schwerer auf die Füße, wenn wir nämlich über die Lizenzierung sprechen für die nächste Saison. Dann ist es ja so, dass wir in unserem Wirtschaftsplan gewisse Annahmen treffen über Sponsoring-Einnahmen, aber zum Beispiel eben auch über Einnahmen aus Zuschauertickets. Und wenn wir dann einen Ansatz bringen, der als Beispiel vielleicht wieder bei 12.000 liegt, dann kann es aber natürlich gut passieren, dass die DFL sagt, Moment, letztes Jahr kamen bei Ihnen aber immer nur 8. Und auf einmal haben wir also auch in den Planungen fürs nächste Jahr ein Delta, was also dazu führen kann, dass natürlich die Planung und damit auch die Erreichung der Lizenz deutlich schwerer wird. Und deshalb ist es so, dass die Öffnung der Südtribüne, die Wiedereröffnung der Südtribüne im Grunde genommen aus diesen zwei genannten Gründen die jetzt machbare Lösung ist. Persönlich bin ich natürlich auch nach wie vor nicht begeistert, dass nun Südtribüne und Gästefanblock im Grunde genau nebeneinander liegen. Aber das ist eben etwas, was man in der Kürze der Zeit in der Winterpause jetzt eben auch nicht ändern kann. Ich habe mit vielen Gesprächen mit den Fans oder auch nach Lesen der ganzen Internetforen eigentlich schon eine relativ große Zustimmung auch von neutralen Zuschauern zur Wiedereröffnung der Süd herauslesen können. Es gibt natürlich aber auch kritische Stimmen und die meinen, dass man das gar nicht gut gehen kann. Ich zitiere mal, die ganzen Chaoten, da bleiben doch eh nicht ruhig, da knallt es wieder oder da ist der Verein ja schön eingeknickt vor den Ultras. Begründete Ängste und Sorgen deiner Meinung nach? Also es ist ja so, dass die Wiedereröffnung der Südtribüne jetzt keine Entscheidung ist, die Thomas Abrokat oder ich oder wir gemeinsam irgendwie so im stillen Kämmerlein getroffen haben, sondern das ist, soll man, finde ich, an der Stelle auch nochmal sagen. Wir haben im Vorfeld, sind wir ergebnisoffen an den hiesigen Ausschuss für Sport und Sicherheit, da sind wir herangetreten. Das ist ein Ausschuss, in dem eigentlich alle Beteiligten sitzen, die in irgendeiner Form jetzt in diesem Fall bei uns eben mit dem Spiel etwas zu tun haben. Der Versammlungsleiter, das Vertreter des Innenministeriums, Vertreter der Polizei etc. Also im Grunde genommen das Ordnungsamt, Leute von der Stadt. Und sind im Grunde genommen zum Schluss, das sind ja die Experten letztlich, und die haben in einer Ausschusssitzung am, ich glaube, 9. Januar getagt und uns als Verein die Empfehlung gegeben, so zu verfahren, wie wir jetzt verfahren sind. Das ist ja auch nicht nur, dass wir gesagt haben, jemand hat den Schlüssel zur Tribüne jetzt wieder gefunden und wir machen sie wieder auf, sondern es sind ja viele flankierende Maßnahmen, also die Stärkung der Präventionsarbeit, heute auch der Abschluss des Kooperationsvertrags, hat vielleicht jetzt mit Süd nicht so viel zu tun, aber spielt trotzdem natürlich damit rein. Und das sind also viele Dinge, die natürlich da die Auswertung der Spieltage, die Vorbereitung der Spieltage zwischen Behörden und Fanszene, das gleiche eben auch die Nachbereitung, weil es natürlich vielleicht auch manchmal viele kleine Dinge sind, die, wenn sie nicht angesprochen werden, sich mit der Zeit zu einem größeren Problem auswachsen können. Und von der Warte her, denke ich, ist es so, dass eben die Südtribüne nicht nur heißt, aufmachen und alles ist wie früher. Ich teile aber natürlich die Befürchtung, dass es jetzt nicht für immer ruhig ist, sondern es wird sicherlich irgendwann auch wieder Unbelehrbare geben, die meinen, sie müssen auch vielleicht gegen die Regeln, wir haben ja mit der Fanszene auch ein Regelwerk aufgestellt, die meinen vielleicht auch dagegen verstoßen zu können, zu müssen. Da gibt es gewisse Konsequenzen, ja, aber die Außendarstellung ist natürlich im Zweifel schlechter als eben sozusagen der Maßnahmenkatalog, der greift. Aber ich denke, ein Stück weit ist das etwas, womit wir uns dann beschäftigen müssen, wenn es soweit ist. Aber im jetzigen Zeitpunkt gehe ich einfach davon aus und hoffe auch, dass eben auch alle Südtribünengänger ein Stück weit, ich will sagen, etwas gelernt haben, aber sich wohl bewusst sind, dass die 12 Monate eine lange Zeit waren und dass das vielleicht ein hohes Gut ist, was man dann hoffentlich jetzt nicht so einfach wieder aufs Spiel setzt. Und dass jeder, der auf die Süd geht, aber auch diesen Vertrag sozusagen kennt, weil da steht da drin, ich habe es von der Homepage dann gelesen, dass bindende Verhaltensregeln für eine lautstärke, aber friedliche Unterstützung auf der Südtribüne erarbeitet wurden. Inhaltlich gehören dazu der Verzicht der Fans auf den Einsatz von pyrotechnischen Erzeugnissen und ein tolerantes, respektvolles und gesetzeskonformes Verhalten. Dass das auch jeder dann weiß, dass er sich nicht gesetzeskonform verhält. Damit ist doch alles gesagt. Ja,
Und wir hoffen, dass keiner von denen unbelehrbar ist und dann doch etwas dagegen verstößt. Es ist so, dass also neben der sportlichen Komponente, dass wir natürlich, wir sind ein Fußballverein. So, dass, und ein Fußballverein ist dann gut, wenn er gut spielt. Auch wenn der Verein viel mehr ist als die erste Mannschaft. Sorry Jungs, aber der Verein ist natürlich mit 7000 Mitgliedern und einer starken Nachwuchsarbeit, ist der Verein natürlich mehr als die Lizenzmannschaft. Und da ist es so, dass also für uns in der Vereinsführung gibt es eben diese zwei wichtigen Komponenten. Das eine, natürlich soll es einen Erfolg geben im Stadion, aber das zweite und nicht minder wichtige Ziel ist einfach die Verbesserung der Außendarstellung des FC Hansa. Wir waren, das habe ich heute Morgen auch gesagt, mal der zweitbeliebteste Verein eben in der Bundesliga oder damals in der Liga, als wir noch weiter oben spielten, in den Ligen. Und davon sind wir leider heute eben doch weit entfernt. Und daran gilt es eben zu arbeiten. Das ist auch wichtig, deshalb herauszustellen und immer wieder zu betonen, dass wir eben als Verein auch mehr tun, als nur in der dritten Liga Fußball zu spielen. Wir leisten im Bereich der Jugendarbeit, in den Angeboten für Behinderte etc. gute Arbeit. Alles kann immer besser sein, ja. Aber es muss uns auch jetzt erlaubt sein, über diese Dinge, die wir leisten, auch offensiv zu sprechen. Und das ist vielleicht etwas, was in der Vergangenheit so nicht erfolgt ist, aber was in der jetzigen Situation in jedem Fall wichtig ist, um eben auch draußen zu zeigen, die neue Vereinsführung hat vielleicht verstanden, dass auch die Schwerpunkte hier und da mal anders gesetzt werden müssen. Ist die Süd, die ich jetzt als HTT, ist ja sind ja zwei verschiedene Sachen, aber die Südtribüne jetzt eigentlich provisorisch, dauerhaft, muss man erst mal sehen, kann man dazu schon eine Aussage treffen? Zum jetzigen Zeitpunkt kann man sagen, die Südtribüne ist also, die Hintertortribüne ist geöffnet. Und wenn wir davon ausgehen, dass alles so läuft, wie wir uns das mit der Fanszene eben auch vorstellen, dann ist das jetzt so. Ob man langfristig, mittelfristig oder zur nächsten Saison das Thema vielleicht auch dann des Gäste-Fanblocks nochmal vielleicht neu aufrollt, sei mal dahingestellt. Aber um auch vielleicht auf den Eingangsartikel zurückzukommen, Aufgaben, ich will das nicht Probleme nennen, Herausforderungen, die gibt es zurzeit genug. Wir können aber auch nicht gegen die ganze Welt auf einmal kämpfen, sondern wir müssen die Probleme versuchen, eben so Stück für Stück abzuarbeiten. Und da ist eben die Wiedereröffnung der Südtribüne ist jetzt erstmal ein Schritt, wie wir finden, dann eben in die richtige Richtung. Die Vorverkaufszahlen nicht nur für die Südtribüne, sondern insgesamt für das nächste Spiel sind, wie ich kenne die Zahlen nur von glaube ich, vorgestern, aber da hatten wir zumindest schon den Status von Haching erreicht, sodass man also in jedem Fall davon ausgehen kann, mit Glück werden wir dann also auch fünfstellig. Und das ist die richtige Richtung. Und das kann auch nur mein Appell sein an alle Zuhörer, dass wenn man es ernst meint mit der Unterstützung, dann brauchen wir zurzeit nicht nur jede Stimme, wir brauchen auch jedes Ticket. Also herzlich willkommen am Samstag. Dann können wir vielleicht auch irgendwann mal wieder eine Zuschauerzahl wie am 22. Januar 2010 gegen Erfurt 14.100 Zuschauer erreichen. Wir würden ja aktuell schon die Sektkorken knallen. Ja, zumindest die kleinen Flaschen. Die kleinen Flaschen. Etappenziel, ja. Okay. Natürlich ist es so, wenn man sagt, 14.000 Zuschauer oder dann fünfstellig, auf der Süd aktuell 2.650, glaube ich, maximal verkaufbare Karten. Da sieht man aber auch, dass man schon eine gute Supporter-Tribüne braucht, aber auch alle anderen Fans auf Ost, West und Nord. Ja, natürlich ist es so, dass wir hoffen, und das ist ja auch ein Stück weit so, wie ich es sehe oder wie wir es sehen und auch der Ausschuss es sah, dass eben mit der klareren Definition, wo sich jetzt die aktive Fanszene, wo die sich aufhalten kann und soll, dass das natürlich auch wieder einfach gedanklich mehr Sicherheit bringt für die anderen Zuschauer auf Ost und Co., dass die wissen, wenn ich mir eine Karte da kaufe, ist die Chance auch recht groß, dass ich auch auf dem Platz sitzen kann, der auf meiner Karte steht. Und von der Warte her, denke ich, ist es so, dass insgesamt das Thema der Ordnung und damit auch der mit verbunden der Sicherheit im Stadion durch diese Maßnahme eben erhöht wird. Mit den aber natürlich vorhin schon kurz angesprochenen möglichen Risiken, gar keine Frage. Gut, lassen wir uns überraschen. Ich bin gespannt und hoffe, dass alles da positiv ausgeht. Eine Aussage aus dem Aufsichtsrat, die immer wieder zu hören und zu lesen ist, die Fans sollen mehr mit eingebunden werden. Wir haben es ja gesehen an der Aktion, die jetzt auch schon gestartet wurde. Fanforen sollen wieder eingeführt werden oder auch wie zum Beispiel das gemeinsame Schneeschieben vor dem Münsterspiel. Das ist ja ein Fingerzeig in diese Richtung. Ja, das ist richtig. Natürlich müssen wir jetzt die nächsten,
Die nächsten ein, zwei Tage müssen wir natürlich die Witterung nochmal abwarten, aber es ist richtig, ja, dass wir uns wünschen, also das Thema Schnee ist jetzt ein spezielles, ja, und jeder, der irgendwie Samstagmorgen um 4 noch nicht weiß, was er machen soll, der ist auch dazu herzlich eingeladen. Achso, ihr habt schon, ach, umso besser, guck, wir haben schon genug. Ja, also zu Hause bleiben. Ich bin als Nummer 40 noch angenommen worden. Ah, ich bin okay. Nein, aber wie war die Frage? Ja, nee, ist alles gut. Die Fans werden mehr mit eingebunden, wir schieben Schnee. Richtig. Und jetzt wolltest du mir noch sagen, wie das Spiel gegen Münster nur am Samstag ausgeht. Ich hoffe auf ein 2-1. Für die Guten, natürlich. Richtig. Also, wir haben ja auch die Spieler, die das mithören. Also der Wunsch des Interimsvorstands wäre ein 2-1. Kann natürlich auch höher ausfallen, aber Sieg sollte schon sein, ja. Mit Uwe Fester haben wir im Moment einen definitiven Vorstand. Die anderen Posten sind übergangsweise besetzt, würde ich mal sagen. Wann kommen denn nur die anderen? Wann können wir zum Beispiel da einen definitiven Vorstandsvorsitzenden erwarten? Wann wir den erwarten können? Wir können ihn dann erwarten, wenn der Aufsichtsrat sich in dieser Frage eben positioniert hat und es einen Beschluss gibt. Den gibt es zurzeit nicht. Das ist eigentlich, finde ich, zum jetzigen Zeitpunkt alles, was man über Personalien sagen sollte. Auch um diejenigen, die sich beworben haben, um sie nicht zu beschädigen, das klingt jetzt so. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, ich kann sagen, dass mit der Offenlegung des Rücktritts von Bernd Hofmann ist es so, dass erstaunlich viele, muss ich sagen, Bewerbungen uns erreicht haben für die Position des Vorstandsvorsitzenden. Das ist natürlich für uns auch eigentlich die zentrale Position, die es zu besetzen gilt, auch wenn die Intention ist, in einem Vorstandsvorsitzenden, ähnlich wie früher, eben vielleicht noch ein, zwei weitere Vorstände mit an die Seite zu stellen, dann auch gerne im ehrenamtlichen Bereich, denn Hansa ist nicht mehr erste Liga und dementsprechend sind auch die zahlbaren Gehälter so, dass der ein oder andere, der sich beworben hat, dann auch dankend abgelehnt hat. Auch das haben wir gehabt. Mhm. Aber trotzdem muss man sagen, dass der Name Hansa bei vielen, auch also Leuten, die heute andersweitig in Lohn und Brot sind, immer noch ein Name ist, der zieht. Aber wir sind in der dritten Liga und wenn wir eingangs darüber gesprochen haben, dass es gilt, eisern zu sparen oder zumindest die Kosten nicht aus den Augen zu verlieren, dann gilt das ganz im Grunde ganz besonders natürlich auch für die Führungsposition. Naja, jetzt wo du dich so schön reingearbeitet hast, hätte die Idee doch vielleicht schaden, dass du das dauerhaft übernimmst oder gehen da gar keine Tendenzen? dazu kann ich jein sagen, nein. Es ist so, dass ich habe im Aufsichtsrat damals gesagt, okay, auch so ein bisschen natürlich in Anbetracht der Tatsache, dass mit der Zeit vor Weihnachten, Jahreswechsel, Anfang Januar, Transferperiode, wir spielen nicht, in der Hoffnung und Annahme, dass die Zeiten vielleicht etwas ruhiger sind als zu Zeiten des Spielbetriebs oder wenn es darum geht, die Lizenzierung für die neue Saison vorzubereiten, habe ich gesagt, mache ich das, was ich jetzt tue, tue ich auch das, was ich kann. Und ich habe die Lesart ist so, dass ich auch heute im Aufsichtsrat sage, der Verein, denke ich, braucht mehr als ein Teilzeitkapitän. Aber auf der anderen Seite werde ich nicht derjenige sein, der den Aufsichtsrat jetzt oder der uns als Gremium unter Druck setzt, sondern ich mache das, bis wir für den Verein die beste Lösung gefunden haben. Okay, beste Lösung. Ein Name wurde ja heute schon viel diskutiert. Mal gucken, ob ich dir da irgendwas entlocken kann. Michael Dahlmann geistert so durch die Presse. Versuch's. Hier was zu entlocken. Kriege ich da mehr als ein Lächeln bei diesem Namen? Vermutlich nicht. Es gilt oben Gesagtes. Es gibt zurzeit, laufen Bewerbungsgespräche mit verschiedenen Bewerbern. Ich sagte ja, es sind Leute, auf die wir zugegangen sind. Es sind auch Leute, die auf uns zugekommen sind. Das gilt es in Einklang zu bringen. Wir haben natürlich ein gewisses Anforderungsprofil. Das zu kommunizieren ist jetzt auch, das ist auch kein Geheimnis, dass wir sagen, es soll jemand sein mit einer gewissen logischerweise sportlichen Affinität. Wir brauchen zurzeit aber auch jemanden, vielleicht sogar noch mehr, weil wir natürlich mit Uwe Fester meinen, sportlich gut zu fahren. Brauchen wir jemanden mit Verständnis für Zahlen. Wir brauchen, was das angeht, jemanden mit einem Verständnis, mit einer Möglichkeit, den Verein auch ein bisschen nach draußen einfach zu repräsentieren. Es soll eine regionale Affinität geben und je mehr
je mehr Bausteine du in diesen Filter reinsetzt, umso kleiner wird das, was natürlich unten rauskommen kann. Und hinzu kommt, dass natürlich die guten Leute es auch so an sich haben, dass sie meist nicht zu Hause auf dem Sofa sitzen, sondern ja auch in irgendeiner Form zeitnah dem Verein zur Verfügung stehen sollen. Und und dann gilt im Grunde das, was ich eingangs gesagt habe, wir lassen uns da nicht hetzen, sondern ich mache das und halte die Stellung auf der Brücke sozusagen, so lange wie es nötig ist. Aber auf lange Sicht wollen wir dann natürlich die beste Lösung für den Verein. Position 2 und 3, auch da gibt es entsprechend schon Ansätze. Aber ich denke, auch da sollte natürlich ein Vorstandsvorsitzender eigentlich, wenn es darum geht, ein Team aufzubauen, sollte er dann vielleicht die Möglichkeit haben, dort mitzureden. Dann hoffen wir, dass der Baustein, der hinten bei rauskommt, dann auch genau passt beim FC Hansa Rostock. 59 Tage, habe es mir nochmal ausgerechnet, sind seit der MV vergangen. 59 Tage Aufsichtsrat also. Auf der Podiumsdiskussion habe ich noch so einen Satz von dir in den Ohren, der sagt, Mensch, ich bin überrascht, wie viele qualifizierte und gute Leute sich hier eigentlich zur Wahl stellen. Bist du immer noch dieser Meinung oder ist schon die erste Euphorie der Ernüchterung gewichen jetzt? Du meinst für den Aufsichtsrat? Für den Aufsichtsrat, ja. Die mit dir jetzt da zusammenarbeiten. Ja, ja, da kann ich, da spreche ich positiv drüber. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Arbeit im Aufsichtsrat, die ich natürlich jetzt so ein bisschen, stehe ich ja zwischen Baum und Borke, denn ich bin ja eigentlich im Moment kein Mitglied des Aufsichtsrats. Mein Mandat, du bist auch gar nicht mit dabei. Mein Mandat ruht, ich bin geduldet, aber ich habe zum jetzigen Zeitpunkt eben bei Aufsichtsratsbeschlüssen logischerweise kein Stimmrecht. Mhm. Das ist ja auch in Ordnung so. Im Aufsichtsrat gibt es Kompetenzen verschiedener Art. Das ist schon mal gut. Thomas Klemm, der eine ganz gute Ergänzung ist zu Uwe Fester. Es gibt mit Uwe Neumann jemanden, der sehr gut vernetzt ist bei Stadt und Presse, also fast allen in der Presse. Es gibt mit Thomas Abrukat logischerweise jemanden, der das Thema der Zahlen gut beherrscht. Ich bin dann auch noch da, Jörg Kempel und Harald Ahrens. Wir sind wirklich ein Gremium, das konstruktiv, das gut zusammenarbeitet. Thorsten Völker will ich nicht vergessen. Laut Satzung, glaube ich, treffen wir uns viermal im Jahr. Wenn das so wäre, dann wären wir jetzt eigentlich fertig. Ja, so ungefähr. Ja. Aber damit will ich eigentlich nur sagen, es vergeht kein Tag, an dem wir nicht mehrfach miteinander sprechen. Und das macht zurzeit, wir machen das alle ehrenamtlich, aber trotzdem... herrscht ein guter Geist und es weht ein guter Wind. Schön wäre es natürlich, wenn er uns irgendwo hinträgt, wo wir hinwollen. Ne? Das hoffen wir alle. Zwei Fragen, die letzten Tage immer wieder thematisiert wurden, die wir jetzt hier schnell abhandeln können. Terminierung Bayern-Spiel. Mhm. Gibt es da schon ein fixes Datum? Können wir irgendwas verkünden? Fixes Datum gibt es noch nicht. Zum jetzigen Zeitpunkt sieht es so aus nach der letzten Juni- oder ersten Juli-Woche, aber das ist noch... Das hängt noch von verschiedenen Faktoren ab. Bitte, erste Juliwoche, dann haben wir doch den Guardiola hier. Der fängt doch, glaube ich, erst am 1.7. an. Ja, das wäre natürlich das erste Spiel. Aber Hansa hat vielleicht mehr Pep oder so. Mal sehen, was wir daraus machen können. Aber nein, das hängt also noch von verschiedenen Faktoren ab. Auch von dem Spielplan natürlich der Bayern, Thema Champions League etc. Aber die Lesart ist, dass wir in der letzten Januar, 1. Februarwoche das ein Datum fix machen wollen und sollen. Wäre ja auch wichtig, weil es soll ja nicht nur das Spiel an sich sein, so habe ich das zumindest verstanden, es muss ja ein richtiges Event werden mit allem drumherum. Ne? Wir wollen auch Schotter. Gut. Und ein volles Haus. Ne? Ja. Klar. Zweites Thema, Stadionverkauf mit ohne Stadtbeteiligung, Fragezeichen, wird ja von vielen Seiten als einzige Möglichkeit gesehen, unseren Verein dauerhaft zu retten. Mhm. Siehst du das auch so? Es ist vielleicht nicht die einzige Möglichkeit, nein, aber man muss auch da aus der Historie sagen, dass zu Erstliga-Zeiten, viele von euch kennen das alte Ostseestadion wahrscheinlich besser als ich, obwohl ich auch mal drin war, da ist es so, dass natürlich zu Erstliga-Zeiten der Bau eines solchen Stadions, wie wir das heute haben, gefordert war, eine Lizenzierungsauflage war. In der dritten Liga, muss man aber auch sagen, ist so eine Infrastruktur, wie wir sie heute haben, Luxus. Insofern gibt es auch nichts an der Entscheidung von damals zu kritisieren, dass wir so ein Stadion gebaut haben. Aber eben heute, alleine wenn ich jetzt schaue, die Einnahmen aus der TV-Vermarktung nur zwischen zweiter und dritter Liga machen bei Hansa einen Unterschied aus von, glaube ich, 3,2 Millionen.
die Zuweisung, also was wir von den Fernsehgeldern bekommen. Und das ist natürlich ein Brocken, den musst du ja erstmal, also du musst lange verstricken, um das zu kompensieren. Ob die Stadt derjenige, oder ich sag mal so, von den Ausgaben insgesamt ist natürlich das Stadion logischerweise oder die Infrastruktur insgesamt ist natürlich ein wesentlicher Brocken. Aber wir werden also in diese Richtung, das hat auch Thomas Abruck hat ja gesagt, wir werden in dieser Richtung uns auch weiter nach Plan B und C um darum bemühen. Aber wir müssen natürlich, und das ist jetzt aber heute auch die Veranstaltung im Rathaus, wie ich finde, ein guter Schritt. Wir sind auch gegenüber der Stadt zunächst mal ein Stück auch in der Bringschuld, nämlich unsere Hausaufgaben zu machen. Wir haben es vielleicht nach der Bürgerschaftsentscheidung im Mai ein bisschen versäumt, den Elan oder die Euphorie und diese Stimmung, die damals in der Stadt herrschte, da hat der Verein es vielleicht ein bisschen versäumt, darauf zu reiten, also das mitzunehmen und vielleicht das Thema der positiven Stimmung dann zum Schluss für den FC Hansa eben weiter auszubauen. Das hat uns, also dieses Vakuum, also wir haben es ja kaum geschafft, die Bürgerschaftsmitglieder beispielsweise oder mal Danke zu sagen oder sie zu einem Heimspiel einzuladen. Die kommen jetzt gegen Preußen dann. Das sind jetzt diejenigen, das nicht, aber das sind zumindest so Themen, auch wie gesagt heute das Thema Kooperationsvertrag, das sind jetzt so Themen, da müssen wir auch erstmal was liefern, bevor wir uns jetzt einfach hinstellen und sagen, jetzt nehmt uns mal das Stadion ab, das ist zu einfach, das geht nicht. Kooperationsvertrag, erklär mal für die, die es nicht wissen, was heißt das? Es war eine Auflage, damals auch bei der Bürgerschaftsentscheidung war es eine Auflage. Christian Falkenberg, der auch hier ist, kann im Zweifel da aber inhaltlich auch noch besser zu referieren, war es eine Auflage, dass man sagt, dass Stadt und Verein besser und enger miteinander zusammenarbeiten. Ein Stück weit ist das, widerspiegelt das, das, was ich eingangs gesagt habe, dass in vielen Jahren, gerade auch zu Erstliga-Zeiten, der Verein, wie ich finde, und ich bin ja zugezogen, 95, insofern kann ich das auch aus eigener Erfahrung sprechen, damals der Verein an sich ein recht abgeschotteter Klüngel war. Mit wenig Transparenz nach draußen, mit wenig Kommunikation nach draußen über vielleicht die Strukturen. Und auch das ist etwas, was uns ein bisschen eben auf die Füße fällt und uns einholt. Und in dieser Kooperationsvereinbarung ist es eigentlich so, dass A, das, was wir heute schon tun, in der Jugendarbeit, in der Fanbetreuung, in der Behindertenbetreuung, also die Angebote, die es da gibt, das wollen wir zukünftig ausbauen. Die Stadt hat natürlich in diesem Bereich deutlich mehr Erfahrung. Die Stadt stellt auch die Kontakte her zu den Trägern der Freien Jugendhilfe beispielsweise. Aber was wir haben, was eben viele von denen nicht haben, wir haben im Grunde die Kunden. Das heißt, über die Marke Hansa und über das Stadion erreicht man natürlich diejenigen viel besser, um die es letztlich geht, die eben auch gefördert werden können und sollen. Und auf der anderen Seite stellt uns die Stadt eben nicht nur ihr spezifisches Know-how, sondern letztlich eben auch die, ich nenne das mal jetzt Vermarktungsplattform, also ihre Kommunikationswege, um auch über diese guten Dinge, die wir tun, zu sprechen, stellt uns die Stadt zur Verfügung. Und heute, der Kooperationsvertrag hat das Ganze also in ein Papier gegossen. Das war aber nicht das Ende, sondern eigentlich der Auftakt. Es gibt jetzt zu verschiedenen Themen, es gibt so vier Themen, da will ich im Detail nicht drauf eingehen, aber es gibt so ein bisschen Untergruppen und dazu werden jetzt eben konkrete Aufgaben und das wird jetzt konkret abgearbeitet. Und, aber allein die Möglichkeit, mal über etwas zu sprechen, was keine Neuverpflichtung ist und was keine Schulden sind, sondern eben über etwas zu sprechen, was auch den Verein ausmacht, das war heute eben ein guter Anlass. Und wie mir Uli Kunze, der Pressesprecher der Stadt, sagte, waren also heute so viele Pressevertreter im Rathaus wie das letzte Mal beim Rücktritt von Arno Pöker. Also das heißt, wir waren da heute wir waren da heute gut besucht. Gut. Ja. Dann möchte ich den Zeitrahmen auch nicht länger sprengen, weil ich weiß, du hast noch ein wichtiges Treffen für unseren FC Hansa Rostock heute Abend. Das heißt, du bist auch noch nach 18 Uhr unterwegs. Schön, dass du hier warst und diese wichtigen Themen relativ umfangreich mit mir besprochen hast. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal.
Auch als Aufsichtsrat würde ich gerne wiederkommen, genau. Vielen Dank. Ein Tipp noch so unter uns, morgen ist ein relativ wichtiger Geburtstag, Thomas Abrokat wird 41. Ja, das weiß ich. Gut. Und ich kann sagen, Thomas Abrokat hat Termine für den FC Hansa, ich glaube von morgens bis abends, trotz Geburtstag. Alles für den FCH. Sehr gut. So, wir machen jetzt eine kleine Pause und hier wird dann alles für die große Geburtstagsparty dann gleich vorbereitet. Wir hören und sehen uns gleich mit dem nächsten Studiogast, unserer Neuverpflichtung. Bis gleich. In einer Nacht- und Nebelaktion reiste mein nächster Gast aus dem Spanischen ins türkische Trainingslager. Nur ist er hier in Rostock im Fanhaus und wird Rede und Antwort stehen. Herzlich willkommen, Philipp Clement. Philipp Clement, geboren am 9.9.92 in Ludwigshafen und wie ich in einem früheren Interview von dir gelesen habe, direkt aus dem Kreissaal folgte dein erster Ausflug auf den Fußballplatz. Ja, so in etwa. Ja, mein Bruder spielt auch Fußball und mein Papa war sein Trainer und dann war er im Spiel angestanden und dann war das nahegelegen, dass meine Mama mich dahin mitnimmt und ja, dann war so der erste Ausflug auf den Fußballplatz. Du hast ja auch schon selbst angefangen, zumindest steht so geschrieben, mit 3 Jahren Fußball zu spielen, bis 2004 bei der TuS Wachenheim. Und wie bei vielen anderen Profis auch, war dein Vater zumindest teilweise dein Trainer. Ja, ich glaube, vorwiegend, ja. Also er war auch Jugendleiter, er war auch immer sehr, sehr engagiert in der Jugendarbeit und ja, bei mir auch immer sehr kritisch. Ich glaube, ich hatte es nicht ganz so einfach mit meinem Papa, aber jetzt im Nachhinein, denke ich, hat es mir geholfen. Also ja, hat sich gelohnt. Gut. Mit 12 Jahren haben dich die Lauterer geholt. Irgendwie hast du da mal ein Spiel gegen den FCK, da habt ihr die abgeschossen. Und da bist du dann eine ganze Weile geblieben, schlussendlich dann in Nürnberg gelandet. Ist das genau. So korrekt? Ja, genau. Ich war in der D-Jugend nach Kaiserslautern gewechselt und habe dann da bis zur A-Jugend, also bis zum Ende der Jugendzeit gespielt und bin dann zum aktiven Bereich nach Nürnberg gewechselt. Soweit auch die nackten Daten, die jeder über dich nachlesen kann oder die man im Internet finden kann. Was du nur aber wirklich bist und was du drauf hast, das wissen natürlich unsere Fans verständlicherweise noch nicht. Deswegen lassen wir mal ein paar Leute zu Wort kommen, die dich besser kennen. Zum Beispiel Dieter Hecking, bis vor kurzem ja Cheftrainer, jetzt gewechselt. Ich zitiere, Philipp hat die Veranlagung, ein Spiel zu machen. Das sieht man einfach, schwärmte Hecking bereits im Trainingslager in Oberstaufen, wo der 19-Jährige mit präzisen Pässen, raffinierten Standards und viel Ballgefühl Akzente setzte. Oder wie es Clement selber formuliert, ich bin eher der Techniker, der auch in engen Situationen Lösungen findet. Kann ich also sagen, du fühlst dich im offensiven Mittelfeld am wohlsten, bist also ein klassischer Zehner? Oder wie darf ich das interpretieren? Ja, klassischer Zehner würde ich jetzt nicht sagen, also kann auch auf der 6 spielen oder auf der 8, wie man heutzutage sagt, also am liebsten im zentralen Mittelfeld, wo genau, ja, ist dann Trainer seine Entscheidung, also da spiele ich da, wo er mich hinstellt und versucht dann meine Stärken einzubringen, aber ja, also Zu viel loben dürfen sie mich jetzt auch nicht, damit jeder Druck so. Ich komme noch schon noch genug anders, aber ich wollte erstmal so das Gespräch nett anfangen, weißt ja. Du, dass du dich hier wohlfühlst. ja, also dieses offensive Mittelfeld hast du ja oft gespielt, aber wenn man so die Spielberichte anguckt, linkes Mittelfeld war auch dabei, sogar linker Verteidiger in den ersten Spielen in der Jugendnationalmannschaft haben sie dich auf LV hinten gesetzt. Ja, aber das war eher die Ausnahme. Ich glaube, das waren 2 Spiele, wobei die damals eigentlich ganz okay waren, aber ja, es war so ein bisschen ein Jugendexperiment, was ich jetzt ganz so durchgesetzt habe. Ja, zumindest bist du ja auch nicht als linker Verteidiger geholt worden, weil mit Sebastian Pelzer und Ronny Marcos plus Option Michael Blumen sind wir da auch ganz gut besetzt, ja, denke ich. Da, genau. Dieter Hecking sieht bei dir aber auch einige Defizite. Jetzt kommen wir dann schon dazu. Okay. Philipp muss schauen, dass er sich an die Anforderungen in der Bundesliga ranarbeitet. Seine körperliche Verfassung ist ebenso ausbaufähig wie sein rechter Fuß und das Defensivverhalten. Rechter Fuß also nur zum Stehen? Ja, mehr oder weniger. Bisher, ich arbeite daran, dass es mehr ist. Das hast du aber damals schon gesagt, dass du daran arbeitest. Ja, ist nicht ganz so einfach, aber ich glaube, ich habe mich schon ein bisschen gebessert. Okay. Ich hoffe, es setzt sich vor. Und Stichwort körperliche Verfassung, wie habe ich gelesen, Philipp muss vor allem körperlich zulegen, noch wirkt das Leichtgewicht fast zerbrechlich. Nach harten Zweikämpfen kann schon mal passieren, dass Clement im hohen Bogen davonfliegt.
Ja. Vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, ein bisschen übertrieben, ja. Ich hoffe, dass man das nicht sehen kann in den nächsten Spielen. Ja, da bin ich auch dran. Also versuche im Kraftraum recht viel zu arbeiten. Jetzt auch in der Vorbereitung ist ja automatisch härteres Trainingsprogramm, dass man da sich immer wieder weiterentwickelt. Und ich denke, dass es dann auch mit den Spielen kommt, wenn man sich da an die Herausforderungen ranarbeitet, an die Zweikämpfe, da das lernt, sich durchzusetzen. Am Trainingslager bist du ja gleich mit dem Kraftkreis, glaube ich, begrüßt worden. Ja, eben. Ne? Ja. Da wusste ich gleich, was Sache ist. Nur mal so ein bisschen luschern, weil du sollst von hinten so wie dein Vorbild Lionel Messi aussehen? Oder war das nur auf die Rückennummer gemünzt damals? Weiß ich nicht genau. Ja, aber ich hatte mal den Spitznamen so eine Zeit lang. Tatsächlich, ja? Ja, aber eher aus Spaß. Das hat einer mal so ein bisschen in die Welt gesetzt und dann, ja. Also mich würde es nicht stören, wenn du hier die nächsten Wochen und Monate so auftrumpfst hier bei uns im Stadion. In der Saison hast du 15 Spiele für Nürnberg 2 gemacht, soweit ich es gelesen. Ein Tor, 5 Vorlagen. Zufrieden, nicht zufrieden damit? Ja, können ein bisschen mehr sein, vor allem mehr Tore. Das war ein bisschen mager, das eine, aber kann ich ja vielleicht hier jetzt nachholen. Gerne, also wenn du die dafür aufgespart hast, bin ich der Erste, der sagt, ja, passt. Wie geht's eigentlich Marek Mintal? Der ist ja da zur Nürnberg 2 in die Mannschaft gekommen, um die junge Mannschaft so ein bisschen zu führen und zu formen. Klappt das ganz gut? Ja, also das hat er auf jeden Fall die Aufgabe gut erfüllt. Also er ist ja menschlich einwandfrei, ist ein super Typ und hat ja auch eine Menge Erfahrung. Und die hat er gut eingebracht und ja, hat ja auch einige Tore geschossen. Also ich denke, was sie sich von ihm erwartet haben, hat er auf jeden Fall erfüllt. Mhm. Ich habe auch mit ihm telefoniert und gesagt, Philipp, guter Junge, Potenzial. Ne? Also insofern hoffe ich, dass du das dann auch umsetzen kannst. Hast du ihn bei deiner Entscheidung, irgendwie nach Rostock zu kommen, zu Rate gezogen oder war das komplett ohne ihn? Nee, ich habe nimmer mit ihm gesprochen. Ich war überzeugt von dem Schritt und musste mir dann eigentlich keine weitere Meinung mehr einholen. Wie kam das eigentlich, dass du quasi so über Nacht jetzt hier in Rostock angeheuert hast? Also, oder dich hast ausleihen lassen? Wie kam diese Entscheidung? Es ging ja für uns alle sehr überraschend und sehr schnell. Ja, für mich dann im Endeffekt auch. Also es war schon waren schon Gespräche da und dann war ich ja zu der Zeit im Trainingslager in Spanien, eben im 1. FC Nürnberg. Und dann waren die Gespräche während dem Trainingslager sind immer weitergegangen, habe dann auch nochmal mit dem Martin Bader dort gesprochen und dann war eben jetzt vom Uwe Fester und von dem Trainer die Bitte, dass ich so schnell wie möglich ins Trainingslager kommen soll, weil da ja eben dadurch, dass man, sage ich mal, 24 Stunden am Tag zusammen ist, die Eingewöhnung leichter fällt. Und ich denke, jetzt im Nachhinein war es auch richtig, weil es eben, ja, gerade die Eingewöhnung war optimal im Trainingslager, da war man gleich zusammen, hat ja viel Zeit miteinander verbracht, da lernt man sich gleich gut kennen und jetzt fühle ich mich auch schon gut integriert, wurde gut aufgenommen. Hm. Viele Fans haben sich da gleich gefragt, er ist jetzt ein halbes Jahr ausgeliehen oder erstmal nur ein halbes Jahr und wir schauen mal, was so die Zukunft bringt. Sind da noch so Optionen vielleicht offen, wenn du dich sehr wohl fühlst hier? Ja, also wie gesagt, das ist jetzt eine Ausleihe für ein halbes Jahr und ja, was danach passiert, finde ich, ist jetzt schwer zu sagen, weil es ja im Endeffekt auch davon abhängt, wie jetzt das halbe Jahr eben läuft. Was sind so deine persönlichen Zielsetzungen für die nächsten Monate hier? Ja, ich will so viel wie möglich Spiele machen, Stammspieler werden und dann auch eine dominantere Rolle einnehmen, also gerade auch auf einer zentralen Position da Akzente zu setzen und ja eben die Statistik, die Sie vorhin angesprochen haben, ein bisschen aufzubessern und dann eben der Mannschaft zu helfen, vielleicht nochmal oben anzugreifen und so viele wie möglich, viele mögliche Punkte zu holen. Meinst du tatsächlich, die Mannschaft hat hier richtig Potenzial, dass eine gute Truppe ist? Jetzt ohne, dass du Fishing for Compliments sie in den Himmel loben musst, aber da steckt schon Potenzial drin, deiner Ansicht nach? Nee, doch, würde ich schon sagen. Also in den 2 Wochen, die ich jetzt mit der Mannschaft trainiert habe, denke ich schon, dass da Potenzial auf jeden Fall da ist, ja. Und auch so scheint es ja eine ganz dufte Truppe zu sein. Ich habe eben gehört, dass bei uns auf der Homepage mit veröffentlicht wurde und auch bei unseren Medienpartnern Antenne MV und NNN, dass ihr zusammen Karten verkaufen gehen wollt für das Spiel gegen Preußen Münster. Ja, das haben wir heute erzählt bekommen und wir sind dann morgen in der Innenstadt, glaube ich, und ja, verkaufen da Karten, damit am Samstag dann ordentlich Stimmung ist.
Ja, dann lassen Sie sich aber nicht alleine, weil die Innenstadt, da kann man sich auch bei uns ein bisschen verlaufen. Ja, ich hoffe, dass mir jemand hilft. Ich war von letzter Woche dann der. Okay, vorher, bevor du hierher gewechselt bist, kanntest du irgendeinen von unseren Spielern oder sagten dir die Namen alle gar nichts? Doch, also hier in Tommy Grube kannte ich von der Jugendnationalmannschaft. Dann habe ich mich im Internet auch mal so ein bisschen informiert, ist ja logisch, wer hier so spielt. Und den Patrick Wolf, sein Vater wohnt im Nachbarort von meinem Heimatort. Ach, hab zusammen gekickt vielleicht sogar. Nee, das nicht, aber er war auch in Kaiserslautern und auch in Nürnberg. Hm. Also hat man da ja gleich einige Gesprächsthemen gehabt. Und ja, es ist, wie gesagt, ich bin mit allem gut zurechtgekommen, habe da gleich Anschluss gefunden. Ja, den Tommy Grube, auch das habe ich ja nachgelesen. Zum Beispiel das erste Mal DFB-Lehrgang-Teilnehmer 2007 im August. Tommy Grube, Philipp Clement, Mario Götze, Marc-André ter Stegen. Gute Truppe, also guter Jahrgang da, scheint zumindest das so zu sein. Ja, da waren schon ein paar gute Kicker dabei, kann man nicht sagen. Und sogar mit dem Tommy einmal gemeinsam bei einem Länderspiel auf dem Platz gestanden, Deutschland, Dänemark. Irgendwie Tommy eingewechselt ab der 60. du oder ab der 41. Mal gucken, wann hier so euer zweiter gemeinsamer Einsatz denn zu Buche steht. Vielleicht ja schon am Wochenende. Hat der Trainer schon irgendwas gucken lassen, wer spielt und wer nicht? Nee, war bis jetzt noch bedeckt. Ich denke aber, spätestens am Samstag werden wir es wissen. Stimmt, wenn nicht. Zwei Auszeichnungen habe ich recherchieren können von dir. Du bist mal zum Trickser des Jahres gewählt worden. Trickser des Jahres, was denn das? Ja, es war so eine Aktion. Ich war in einem Feriencamp und ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Es war von irgendeiner Organisation, die da eben so einen Wettbewerb gemacht hat, wo man Videos einschicken konnte, wo man eben Tricks, Ball jonglieren etc. Und in dem Feriencamp wurden dann eben alle Teilnehmer aufgezeichnet und sollten da ein bisschen was zeigen. Und, ja. Dann kam das ins Internet und ja, dann hat mein Papa da so ein paar Leute mobil gemacht, da die da fleißig abstimmen und dann der Papa. Hat das so auch. Okay. Das zweite vielleicht, die größere Auszeichnung, ich weiß es noch nicht, du hast den Victor Sport Award verliehen bekommen. Was kann ich mir darunter vorstellen? Ich habe so gelesen, soll der Oscar für Fußballspieler sein? Na, ein bisschen übertrieben. Das war von der Metropolregion Rhein-Neckar, wo ich eben herstamme. Da konnten die einzelnen Bezirke Sportler vorschlagen, die da eben dafür ich hab das Bild gut informiert, muss ich sagen, die da eben vorgeschlagen wurden, und da hat mich dann von meiner damaligen Schule jemand vorgeschlagen und dann war es auch wieder eine Internetabstimmung und ja, ähnlicher Lauf dann. Genau. Das heißt, wir stimmen immer über das Internet ab. Bei der Preisverleihung zu diesem Award, da war auch Dietmar Hopp anwesend. Mich wundert ja, dass du dann noch keinen Vertrag dann gleich von ihm bekommen hast für Hoffenheim. Nein. So überzeugt war er dann nicht, ja. Aber du hattest, glaube ich, damit mit anderen Sportsgrößen oder auch Fußballergrößen, hast du da dann schon Kontakt oder konntest mit denen Andreas Beck? Ja, da war Teile von der Hoffenheimer Mannschaft da. Andreas Beck war da. Ich glaube, Andreas Comper war auch da. Mhm. Und ja, da kurz gesprochen mit denen. Okay. Noch eine Sache, an die du dich wahrscheinlich nicht so gerne erinnerst. In der Sommerpause 2011, 2012 musstest du dich einer komplizierten Hüftoperation unterziehen. Es wurde das sogenannte, und das muss ich jetzt wirklich ablesen, Impingement-Syndrom diagnostiziert. Impingement-Syndrom, kriegt man das? Ist das angeboren? Ist das ausheilbar? Ist das jetzt vorbei? Ja, es ist so eine Enge im Hüftgelenk. Wo genau es herstammt, ja, ist schwer, ist unterschiedlich. Entweder ist es angeboren, im Wachstum entstanden, durch eine Fehlbelastung, vielleicht alles so ein bisschen. Wachstum sollte jetzt abgeschlossen sein. Ja, aber eben damals war es vielleicht noch nicht ganz abgeschlossen. Aber jetzt wurde das durch die Operation behoben und habe ich seitdem auch keine Probleme mehr. Mhm. Ich hoffe, es bleibt so. Perfekt. Dann hoffe ich, dass du von weiteren Syndromen und Verletzungen hier verschont bleibst und mindestens 17 Spiele für uns noch erfolgreich bestreitest. Abschließend möchten wir noch, weil die Zuschauer oder die Zuhörer zu Hause können es ja nicht sehen, möchten wir noch das Geheimnis um die neue Rückennummer von Philipp Clement lüften. Im Trainingslager war es die 36, in Nürnberg die 35, die 10 hättest du gerne gehabt.
Und was ist es geworden? Tata, ich drehe mich jetzt mal um. Ich hoffe, es ist die richtige jetzt drauf. 9. Und dieses Trikot, das behalte ich natürlich wie immer nicht für mich. Der Philipp wird das hier gleich signieren. Wir werden es dann für einen guten Zweck versteigern lassen. Und der Erlös geht heute an die Mahlstraße des FC Hansa Rostock. Für alle die, die die Mahlstraße noch nicht kennen, vor und während der Heimspiele von unserem FC Hansa Rostock gibt es viele ehrenamtliche Mitarbeiter, die für die Kinder dort eine Mal- und Bastelstraße aufgebaut haben, wo die Kinder nach Herzenslust sich eben austoben können, auch während des Spiels betreut werden. Also die verzichten tatsächlich auf dieses Stadionerlebnis. Und zwischen Block 33 und 34 ist die aufgebaut. Es ist alles kostenlos vom Kinderschminken und jetzt sind auch noch Gipstonfiguren, die hergestellt werden, die angemalt werden können. Und als Dankeschön für diese vielen ehrenamtlichen Helfer und zur Unterstützung soll dann dieses Geld dienen. Also. So, bevor wir jetzt in die Pause gehen, Silvia, ist die Geburtstagstorte fertig? Steht die bereit? Hast du noch nicht angeschnitten, weil wir wollen ja jetzt hier mit dem Hansa, von Hansa Becker Backhus soll die hier gestellt worden ja, sein. Ja, Mutti macht. Ja, sehr schön. Der Sekt ist kalt gestellt, hoffe ich dann auch. Und dann starten wir ab jetzt dann die Geburtstagsparty, Lorenz, für alle Hörer zu Hause. Aber du hast mir reingereicht, es kommt noch irgendwie ein Geburtstagsgruß, den wir hier jetzt senden können für die Leute zu Hause. Also dann lasse ich mich überraschen. Ich sage mal bis gleich und Helmer, dann starte mal. Hallo liebes Hansa-Fanradio. Hier spricht euer Coach, nämlich namens Marc Fascher. Ich wollte euch ganz, ganz herzlich gratulieren zum 2-jährigen Geburtstag und möchte mal ein Riesenkompliment an euch richten. Ich finde es sehr, sehr toll von euch, dass ihr uns zu jedem Spiel, selbst zu Testspielen, über begleitet, dass ihr sehr emotional berichtet, dass ihr unsere Fans mitnehmt, die immer wieder hervorragend neu informiert. Ich finde, das ist unterm Strich eine ganz, ganz tolle Sache und ich hoffe, wir werden gemeinsam noch uralt und werden noch viele Geburtstage feiern. Mich würde das zumindest sehr freuen. In diesem Sinne nochmal alles, alles Gute und herzlichen Glückwunsch. Euer Coach. So, wie jetzt hier unsere Zuschauer sehen können, die hier zumindest im Studio sind, die Torte ist halb gegessen und scheint ziemlich lecker zu sein, oder Lorenz? Sehr lecker. Du hast Stück 3 jetzt? Ja, gut. Während Philipp Clement aber hier als Lieblingsessen, zumindest konnte ich das nachrecherchieren, 3 im Weckler angibt, was so viel heißt 3 Nürnberger Bratwürste im Brötchen, bevorzugt mein nächster Gast einen leckeren Apfel, geschnitten muss er sein, und Wolwig Apfel, wurde mir zumindest gesagt. Passend dazu habe ich natürlich hier jetzt schon bereitgestellt. Ich freue mich ganz besonders, dass er an Bord der Kogge ist, dass er wieder an Bord der Kogge ist. Herzlich willkommen, Tommy Gruppe. Danke schön. Hallo. Wolwig Apfel als Insider-Info, ich habe es ja eben schon versucht so rauszuhören. War das richtig oder bin ich da wirklich irgendwie ein Bären, hat mir einen Bären aufgebunden? Nee, das stimmt schon, da bist du schon auf dem richtigen Weg. Wolwig Apfel habe ich zu Hause sehr oft getrunken schon und früher in der D-Jugend, sag ich mal, als wir da noch unsere Getränke selber mitbringen mussten, dann hatte ich immer einen Wolwig Apfel am Rand des Spielfelds stehen gehabt und dann habe ich davon immer mal einen Schluck genommen, ja. Gut, die Info stammt nämlich auch aus Jugendzeiten, wobei mir gerade einfällt, Wolwig, Schleichwerbung, da ist ja schon ein anderer Tommy drüber gestolpert, aber gut, wenn ich dann nächstes Mal Fanradio nicht mit dabei bin, nicht Backhus, nochmal Backhus, die Torte erwähnen, damit das dann auch wirklich dann passt, ja. Also wenn ich dann wirklich bei der nächsten Sendung nicht mehr dabei bin, dann wissen die Leute zu Hause, warum zu viel Werbung hier mit drin. Geboren, 29.03.92, Rostock, hatten wir lange nicht mit bei den Neuzugängen dann hier. Du hast beim FSV Kritzmo angefangen, Fußball zu spielen und bist dann in die F-Jugend hier zu uns gewechselt. War das dieses klassische Sichtungstraining? Nee, das war kein klassisches Sichtungstraining. Das war so, dass ich mit 6 Jahren oder 5, 6 Jahren in Kritzmo angefangen habe. Und ja, Kritzmo ist nicht weit weg von Rostock. Dementsprechend spielt man dann auch mal gegen Hansa in der Jugend. Und ja, wir haben gegen Hansa gespielt, haben glaube ich 6-1 verloren. Und ich habe das Tor geschossen, das einzige Tor. Und ja, dann wurde ich sozusagen gesichtet im Spiel gegen Hansa. Dann wurde mein Vater angesprochen. Und der hat mich dann gefragt, mein Papa, ob ich mir das vorstellen könnte, bei Hansa zu spielen. Und ja, klar, da musste ich nicht lange überlegen. Ja, jeder kleine Junge möchte gerne mal bei Hansa Rostock spielen.
Das ist eine perfekte Aussage. Also das kann ich so stehen lassen. Ein Glück hast du damals dieses Tor geschossen, kann ich denn nur sagen. Ja. Online findet man unterschiedliche Aussagen über deine, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig sage, Füßigkeit. Ich hoffe, ich blamiere mich jetzt nicht. Bei dem einen steht, er ist Rechtsfuß, und wieder andere Quellen sagen, er ist beidfüßig. Was stimmt nur? Ja, ich würde sagen, eher rechts, ja. Meinen linken Fuß, ich kann schon ab und zu mal hinten damit rausspielen oder den Ball auch mal klären, aber grundsätzlich ist der rechte Fuß schon mein starker Fuß. Okay. Beim besten Fußballclub der Welt hast du ja dann alle Jugendmannschaften durchlaufen bis hin zur A-Jugend. Höhepunkt, deutscher Meister, denke ich, 2010 mit den A-Junioren. Sensationell damals. Habt ihr damals als Mannschaft wirklich so vor und während der Saison dran geglaubt, dass ihr sowas reißen könnt? Oder musst du dich auch heute noch ab und zu mal zwicken, ob das wirklich wahr ist? Ja, also das war auf jeden Fall ein herausragendes Jahr von uns. Und wir haben, ich glaube, relativ früh schon gemerkt, dass da viel drin ist in der Saison. Wir waren eigentlich die ganze Saison weg oben dran oder oben an erster Stelle. Und ja, wenn wir bis zur Winterpause waren, wir auch oben mit bei und ich glaube auch in erster Position. Und da glaubt man schon daran, dass man dann irgendwie mehr schaffen kann. Und dann wurden wir nachher am Ende, glaube ich, sogar schon zwei Spieltage vor Schluss schon Erster in unserer Staffel, was schon ein Riesenerfolg war auch für uns. Und wir haben ja da auch andere Mannschaften mit im Nachwuchs wie Hertha, Bremen, HSV, die immer einen richtig guten Nachwuchs auch haben oder gute Mannschaften auch haben. Und ja, das war schon ein Riesenerfolg, erstmal in der Staffel Erster zu werden. Und dann hatten wir noch zwei Spiele im Halbfinale gegen Mainz 05, die auch sehr spannend und mitreißend waren. Im ersten Spiel durfte ich leider nicht mit dabei sein, weil ich krank war. Ich hatte Magen-Darm gehabt. Musste ich leider zuschauen und ja, die Mannschaft hat das ganz gut gemacht. Wir haben 1-0 gewonnen durch Lukas Albrecht und sind eigentlich mit breiter Brust dann auch nach Mainz gefahren. Und hatten wir erste Halbzeit haben wir eigentlich ganz gut angefangen und das 0-0 auch gut mitgehalten, sage ich erstmal. Und dann Anfang zweiter Halbzeit kriegen wir ein blödes Gegentor und dann lagen die Nerven schon ein bisschen blank. Und dann haben wir noch einen gefangen und danach wären wir ja dann raus gewesen. Und ja, dann haben wir kurz vor Schluss noch das 2-1 gemacht durch Ben Zulinski. Und ja, mit dem Spielstand wäre es dann ins Elfmeterschießen gegangen. Und dann ist noch einer bei uns runtergeflogen. Und haben wir dann in Unterzahl noch das 2-2 gemacht und ja, das war schon ein Riesenerlebnis, auch dann auch sehr viele Fans mitgereist und haben uns super unterstützt und ja, das war schon ein Riesenerlebnis, dass wir dort noch ins Finale eingezogen sind und das Spiel in Leverkusen hat das nochmal getoppt, sag ich mal, auch von der Unterstützung des Vereins und ja, dort dann eher das Spiel immer noch gerade so im 0-0 gehalten, wenig Torschancen selber gehabt und ich glaube, unseren einzigen Standard oder unsere einzige Ecke in der zweiten Halbzeit machen wir dann das Tor und kassieren hinten keinen mehr und dann waren wir deutscher Meister, was natürlich traumhaft war. Das ist ein Erlebnis, das prägt dann, glaube ich, auch fürs ganze Leben. Ich glaube, das merkt man auch, wie sehr du das noch auch emotional dran gebunden bist, weil du eben so intensiv noch darüber erzählst, dass das ein sehr tolles Erlebnis für dich war. Für uns ja auch noch, weil wir zehren davon auch noch. Fast hätte es ja auch noch das Double gegeben, ne? Pokalfinale. Und dann verschießt ausgerechnet dein Freund Tom Weiland diesen einen Elfmeter im Elfmeterschießen. Ich glaube, du hast ja vorher getroffen. Ich habe getroffen vorher, ja. Und wenn man dann den Tom verschießen sieht und ich weiß noch genau, wie er in sich zusammengesunken ist, was denkt man da? Wie kann man den Jungen da hinterher wieder aufbauen? Eigentlich gar nicht. Ja, sehr schwer. In dem Moment war es ja noch nicht raus, dass wir das Spiel dann auch verloren haben, weil danach noch ein Schütze war. Aber als er dann zu uns auch gekommen ist, haben wir ihm ja gleich aufmunternde Worte geschenkt, haben gesagt, Kopf hoch und kann jedem mal passieren. Ne? In so einem Finale, da liegen auch mal die Nerven blank, da passiert es leicht mal, dass man da irgendwie den Ball nicht so trifft, wie man ihn gerne haben will oder der Torwart gerade die Ecke spekuliert und den Ball dann so gehalten hat. Und ja, das war schon ein bitterer Moment und ich glaube, da mussten wir noch einige Zeit noch aufmuntern, auch nach dem Spiel und die Tage danach, aber mittlerweile hat er es, glaube ich, vergessen. Mhm. Und apropos Elfmeterschießen, man hört wirklich, also mit allen, die ich so aus dem Jugendbereich mit von dir gesprochen habe und auch aktuell, was mich gewundert hat,
Der Tommy Grube ist der sicherste Elfmeterschütze, den ich kenne. Diesen Satz habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Ich weiß ja nicht, ob Marc Fascher jetzt hier zuguckt oder ob der das weiß, aber das war doch schon für mich überraschend. Du bist tatsächlich ein richtig guter Elfmeterschütze. Ja, das stimmt. Ich habe in der B- und A-Jugend war ich eigentlich dafür verantwortlich, die Elfmeter zu schießen, auch bei uns. Ich habe mir den Ball eigentlich dann auch immer genommen. Und, ja, ich muss sagen, ich habe keinen Elfmeter verschossen. Insofern diesen Mythos können wir so weiterbeleben und ab und zu einen Elfer kriegen wir ja auch. Haben wir manchmal so unsere Schwierigkeiten mit. Also, lieber Marc Fascher, wenn du hier zuguckst und der Tommy zufällig auf dem Feld ist, wenn wir einen Elfer kriegen, dann lass ihn ran. Er hat noch keinen verschossen. In deinem Lebenslauf steht dann auch noch der Meistertitel der Oberliga NOFV Nord 2011-2012 zu Buche. Ich habe die Mannschaft ja intensiv mit Spielberichten medial betreut und ich fand, man, das war eine echt coole Truppe. Also da hängt noch so richtig mein Herzblut dran. Hast du noch Kontakt zu dem einen oder anderen von dem? Ja, na klar. Also jetzt auch dadurch, dass ich wieder zurückgekommen bin, wird das bestimmt auch wieder noch ein bisschen besser werden. Ich war jetzt ja auch ein halbes Jahr lang nicht hier, dadurch nur noch telefonisch mit denen Kontakt gehabt, aber ja, zu einigen habe ich schon noch guten Kontakt. Habe ja auch mit vielen auch schon im Nachwuchs zusammengespielt und ja, deswegen, das muss man weiterhin pflegen. Ja, ist so auch gerade, also ich zum Beispiel gucke immer, was macht Max Krämer und Rico Gladro, was machen die zum Beispiel in Wilhelmshaven, waren ja gute Jungs, nicht nur fußballerisch, sondern auch so eigentlich tolle Jungs. Ja, das stimmt, ja. Ja. Was habe ich noch Nettes zu dir finden können? Grube erzielte in der B-Jugend-Bundesliga 2007-2008 bei 26 Einsätzen 7 Tore, 2008-2009 als Kapitän der Mannschaft 21 Einsätze und 11 Tore und damit Torschützenkönig. Hallo, ich dachte, du bist Abwehrspieler, aber scheinbar scheinst du ja ein verkappter Stürmer zu sein. Ja, dazu muss man sagen, glaube ich, dass bei den 11 Toren in dem Jahr, glaube ich, auch 5 oder 6, vielleicht sogar noch mehr Elfmeter dabei waren und die anderen Tore, da sind wir wieder dabei, genau. Die anderen Tore waren, glaube ich, alles Kopfbälle von Standardsituationen. Bei 1,92 kann man das erwarten, dass ab und zu mal einer mit dem Kopf vorne reingeht. Ne? Genau. Also Standards, also Elfmeter und Kopfbälle sozusagen deine Torspezialität. Das könnte man so sagen, ja. Roland Kroos über Tommy Grube. Es gibt für Tommy viele Einsatzmöglichkeiten, defensiv wie offensiv. Beim DFB könnte er auch zum Beispiel ein Sechser spielen oder auch ein Zehner. Er kann sowohl in der Innenverteidigung als auch im zentralen Mittelfeld kicken. Ja, im Prinzip eigentlich überall. Ja, das stimmt. Ich habe ja auch im Nachwuchs eigentlich eher die Zehner-Position gespielt. Oh, Philipp, pass auf, Zehner. Er ist Zehner. Bis zur B-Jugend. Als ich dann als Jüngerer, also als C-Jugendspieler schon in der B-Jugend dann hochgekommen bin, habe ich anfangs noch im Mittelfeld gespielt und dann war es so, dass wir verletzungsbedingt Probleme hatten in der Innenverteidigung und dann wurde ich nach hinten gesetzt und das hat eigentlich ganz gut funktioniert und seitdem ist das eigentlich eher jetzt meine Position geworden. Weil es ja sowieso ungewöhnlich ist, einen 1,92 Riesen auf der Zehnerposition zu haben. Das stimmt. Ja, im Nachwuchs war es halt noch so, dass ich noch nicht ganz so groß war, weil ich noch nicht ausgewachsen war, aber ja, da hatte ich auch schon körperliche Vorteile, sag ich mal, gegenüber anderen, weil ich auch schon ziemlich groß war, aber noch nicht so, dass ich jetzt sagen muss, dass ich 1,92 war und dann auf der 10 gespielt habe, so war es ja nicht. Mhm. Naja, denn die Großen, die kommen im Nachwuchsbereich immer in die Innenverteidigung. Aber bei den Kleineren sind es die großen Stämmigen, aber gut, das ist ja nicht. Als Vorbilder gibst du an Nemanja Vidic, Manchester United, Gerard Piqué, Barcelona. Warum die beiden? Ja, Piqué, weil er halt ein Innenverteidiger ist, der defensiv sehr zweikampfstark ist und auch im Spielaufbau gute Akzente setzen kann. Und Nemanja Vidic, ich bin früher ziemlich doll Manu-Fan gewesen, weil er auch Cristiano Ronaldo gespielt hat und die auch im super Fußball gespielt haben. Und Vidic war da halt auch immer schon ein richtig guter Mann in der Abwehr, der auch gute Bälle nach vorne gespielt hat, aber auch vor allem defensiv sehr zweikampfstark war. Und ja, deswegen die beiden. Die beiden sind aber auch zwei Typen, die langen schon mal ordentlich zu am Spielfeld, ne? Ja, der Piqué nicht so, aber Vidic, der kann ordentlich schon zu lang, ja. Gut, dann weiß ich ja, was uns hier erwartet. Ja. Dann kam der 10. April 2012 und Wolfgang Wolf entschied, dass du an diesem Tag dein Profi-Debüt geben solltest. 90 Minuten gegen Cottbus, es endete. 1-0. Genau, grandioses Gefühl, oder? Das war ein super Gefühl, ja.
Am Morgen hat mich Wolfgang Wolf gefragt, ob ich mir zutrauen würde, von Anfang an zu spielen. Und ja, da habe ich ihm gesagt, dass ich mir das zutraue. Und ja, dann war ich am Nachmittag in der Startelf und ja, war ein super Erlebnis. Denn auch durch das späte Tor, durch Dominik Peitz, dann noch den Derby-Sieg einfahren. Und dann ja, war ein super, super Erlebnis, sag ich mal. Und wer saß damals im Stadion und hat seitdem den Namen Gruppe auf dem Zettel? Marc Fascher. Das kann sein, weiß so, ich nicht. So klein ist die Welt. Ja, ich habe es Ihnen gefragt. Er hat gesagt, okay. Ja, die Gruppe, dieses Spiel habe ich im Hinterkopf behalten. Jetzt muss ich aber dann noch mal ganz kurz da auch noch eine Story erzählen, weil, lieber Thomas Wecken, ja, Cottbus 1-0. Wir haben gefühlt die 95. Spielminute. Ich bin zu Hause und sitze und höre es am Rechner und Thomas, viele von euch kennen ihn ja, auch vom Blindenradio hier beim FC Hansa Rostock, moderiert. Und ich muss zu seiner Ehrenrettung sagen, er konnte den Linienrichter nicht sehen von seiner Position aus. 95. Minute. Und er sagt, ja, der Ball fliegt in den Strafraum und da ist das 1-1. 20 bis 30 Sekunden zu Hause habe ich wirklich diesen Schreibtisch zerlegt, um dann irgendwie so ein zartes Stimmchen zu hören. Oh, ich glaube, der Linienrichter hat die Fahne oben. Es ist doch 1-0. Thomas Wecken, wenn ich dich in die Finger kriege. Ja, also das war so mein Erlebnis. Erinnerst du dich an diese Szene, an diesen Ausgleichstreffer? Ja, du warst ja mittendrin. Ja, daran kann ich mich erinnern, ja. Hatte ich ein bisschen Glück gehabt in der Situation, weil... Ja, hast du beim Ball gehauen? Ja, Robert Müller hat den Ball nicht klären können. Dann war ein Cottbuser Spieler mit dem Fuß dazwischen. Der Ball hat ein bisschen Drall gehabt, über den Ball gehauen. Aber... gesehen, dass Uwe Mörl im Abseits stand und Wir suchen noch einen Innenverteidiger mit Auge, ne? Also das passt doch. Das habe ich auch noch nicht gehört. Gut, da Wolfgang Wolf ja dann häufiger so ein bis zwei Positionen hat rotieren lassen, sollte das leider dein einziger Einsatz bei den Profis bleiben. Von Himmelhoch jauchzen zu Tode betrübt, das ist natürlich schon nicht ganz so einfach dann. Ja, das war keine einfache Situation, weil mein Spiel war jetzt ja auch nicht gerade schlecht, fand ich persönlich. Also ich habe auch ganz gute Kritiken bekommen und denn im nächsten Spiel gleich gar nicht im Kader zu sein, das war natürlich schon nicht gerade das schönste Erlebnis für mich. Und ja, danach habe ich dann auch nicht nochmal die Chance bekommen, es fand ich auch ein wenig schade, ja. Ja, das wollen wir dann hoffen. Jeder Trainer hat dann, oder hoffen, dass sich das ändert. Jeder Trainer hat ja so unterschiedliche Meinungen, wie er die Spieler dann aufstellt. Ein Thema, was ich damit aber noch gleich abarbeiten möchte und hat mich immer sehr lange grübeln lassen. Und da muss ich jetzt auch mal so ein bisschen ernster werden, weil ich möchte es gerne besprechen, weil es auch viele Fans bewegt hat. Dein Weggang vom FC Hansa Rostock. Da sind ja einige Gerüchte in Umlauf gekommen und ich würde da ganz gerne wirklich eine ehrliche Antwort von dir haben. Hast du damals eine Stammplatzgarantie gefordert, ja oder nein? Nein, das habe ich nicht. Also ich habe nie eine Stammplatzgarantie gefordert und ich weiß auch gar nicht, ob es sowas überhaupt gibt. Davon habe ich eigentlich so noch gar nicht gehört und wenn es sowas geben sollte, wäre ich glaube ich auch gar nicht in der Lage gewesen, um sowas zu fordern, wenn ich mit einem Profi-Einsatz da... Also deswegen... nochmal an die Fans, die das vielleicht noch irgendwie im Hinterkopf haben und daran glauben. Also ich habe nie eine Stammplatzgarantie gefordert. Gut, dann haben wir das jetzt ein für alle Mal geklärt und packen das Thema hiermit zu den Akten. Und der Staub der Geschichte wird sich in den Chroniken irgendwann drüberlegen. Vor dem Wechsel nach Münster hast du dir ja auch, denke ich, ganz gute Einsatzchancen da ausgerechnet. Dann das Verletzungspech irgendwie, ich habe auf der HP nochmal nachgelesen, der Innenverteidiger Grube knickte in eine Einheit mit der zweiten Mannschaft um und riss sich das Band im Sprunggelenk. Ja, und als du fit warst, da waren die ganzen Stammplätze weg. Ja, es war nicht ganz so. Also die Verletzung, die war erst ein bisschen später. Und meiner Meinung nach habe ich eigentlich eine ganz gute Vorbereitung gespielt und habe das auch von den Mitspielern so wiederbekommen. Und dann hatten wir eine Woche vor dem Punktspielstart das Pokalfinale dort gegen Arminia Bielefeld gehabt. Das wird erst in dem nächsten Jahr halt ausgetragen, das war dann gleich am Anfang der Saison. Und das haben wir 2-0 verloren und da habe ich nicht so eine gute Figur abgegeben. Und nach dem Spiel hatte ich eigentlich kaum noch die Möglichkeit, mich irgendwie anders dann nochmal zu zeigen oder überhaupt Spiele zu spielen. Und dann kam noch dazu die Verletzung, die du eben schon angesprochen hattest. Und ja, die hat mich dann auch noch mal ein bisschen zurückgeworfen und musste irgendwie auch wieder rankämpfen. Und
ja, dann durfte ich nachher mal eine Minute schnuppern, Drittliga-Luft schnuppern, was natürlich nicht gerade viel ist. Und ja, dementsprechend lief es da halt nicht so gut. Und jetzt freue ich mich, dass ich wieder hier bin und dass ich vielleicht hier ein paar, also mehr Einsatzzeiten bekomme, als es da in Münster der Fall war. Dafür drücke ich dann auch gern die Daumen. Danke. Von dir selbst sagst du Folgendes: Ich bevorzuge einen ordentlichen Spielaufbau, keine weiten Bälle. Das steht ja im Einklang mit den Vorstellungen von Uwe Fester und auch Marc Fascher. Manchmal hilft aber ja nur der lange Ball aus der Innenverteidigung. Man kann ja nicht immer das spielerisch lösen. Ja, das stimmt. Also ich versuche oder ich bevorzuge schon, den Ball hinten flach auszuspielen, aber dazu müssen ja natürlich dann auch die Möglichkeiten da sein, wegen das Spiel über die 6 oder die 10 zu eröffnen oder vielleicht sogar einen flachen Ball direkt in die Spitze zu spielen, aber dazu muss es dann auch halt die Möglichkeit geben. Wenn das nicht der Fall ist oder wenn man unter Druck gesetzt wird von anderen Stürmer, dann muss auch mal der lange Ball genügen, aber grundsätzlich versuche ich schon, den Ball hinten flach auszuspielen. Ich denke, da würden wir uns freuen, wenn wir häufiger auch eine spielerische Lösung da finden. Rituale: Du ziehst dir den rechten Schuh immer zuerst an. Warum das? Abergläubisch? Nicht unbedingt abergläubisch, aber das hat sich jetzt so eingelebt, sag ich mal, dass ich immer den rechten Fuß auch zuerst auf den Platz setze und den rechten Schuh immer zuerst anziehe, weil das halt mein starker Fuß ist. Und, ja. Ja, nicht abergläubisch. Rechten Fuß immer zuerst auf den Platz. Das hört sich aber schon nach einem Wort an. Ja, das stimmt. Ja, okay, dann sagen wir ein bisschen abergläubisch. Gut. Ich werde mal darauf achten jetzt beim Spiel gegen Münster, dann je nachdem, ob du in der Startformation stehst oder auf der Auswechselbank. Wir wissen es ja noch nicht genau, ob du dann das tatsächlich auch beherzigst, mit dem rechten Fuß da zuerst drauf zu gehen. Alles klar. Guck hin. Dann beobachte das gut. wäre ich kein Fußballprofi, dann würde ich jetzt wohl meinen Trainerschein machen. Das heißt, nach der Profilaufbahn, die hoffentlich noch sehr lange dauert, da kommt mal der Cheftrainerposten beim FC Hansa Rostock für dich in Frage. Das wäre eine wunderschöne Sache, ja, aber ob das denn nachher so umsetzbar ist, das ist natürlich eine andere Frage. Also ich würde schon gerne so im Sport tätig bleiben, ob das jetzt generell als Trainer ist oder irgendwie im Sportmanagement-Bereich oder sowas, dass ich dort tätig werde. Das ist halt alles noch offen. Ich habe jetzt auch überlegt, ob ich ein Fernstudium noch anfange im Sportmanagement und ja, dass ich mich da noch ein bisschen weiterbilden kann, aber grundsätzlich möchte ich schon gerne im Sport ein bisschen erhalten bleiben und irgendwie mich da dann auch einsetzen. Das ist schon, glaube ich, auch eine ganz gute Strategie, wobei du ja noch jung genug bist und noch so ein bisschen Weg vor dir hast. Und wenn Marc Fascher ab jetzt 3 bis 4 Mal am Tag trainieren lässt, dann ist nichts mit Fernstudium, dann wird es schwer. Dann wird es schwer, ja, das stimmt. So, nur aber am Samstag jetzt Preußen, ausgerechnet Preußen, Münster gleich zum ersten Heimspiel. Meinst du, wir reißen das Ding oder wird es eine ganz enge Kiste? Du kennst die Jungs ja nur mit am besten da. Ja, es wird sicherlich eine enge Kiste werden, aber ich hoffe natürlich, dass wir das Spiel gewinnen werden. Ne? Da habe ich natürlich jetzt auch schon, also nicht so eine gute Erinnerung an Münster, sag ich mal. Und denen jetzt zu zeigen, dass wir doch die bessere Mannschaft sind, das wäre natürlich sehr schön und mit Genugtuung. Und ja, deswegen hoffe ich, dass wir gegen Münster am Wochenende gewinnen werden. Das hoffen wir natürlich alle und du kannst den Jungs oder ihr, Philipp, ihr könnt den Jungs sagen, also ich will nicht umsonst um 3:30 aufstehen und um 4 hier Schnee zu schieben und dann läuft keiner bis zum Umfallen, aber das muss schon ein Erfolgserlebnis dann werden. Nee, das stimmt, also ich denke mal schon, wir werden alle bis zum Umfallen dann laufen und ja, dann nochmal vielen Dank auch an die Fans, die das dann um 4 da echt machen wollen und ja, danke für diese Unterstützung dann schon mal. So, Trikotnummer bei dir ist ja nicht so ein großes Geheimnis mehr, ne? Ja. Das heißt, es ist, wie man hier sieht, die Nummer 4 geworden und wird dann jetzt auch für die nächsten 10 Jahre die Nummer 4 bleiben. Auch das, ein Langarm, also gelb Langarm soll ja was Besonderes sein, hat mir unser Pressesprecher gesagt, unter Sammlern wohl sehr begehrt, relativ selten zu kriegen. Auch das versteigern wir und bei dir ist der Erlös oder der Zweck im Prinzip ganz klar. Wer hier von klein auf für die Nachwuchsakademie gespielt hat, da soll natürlich auch der Erlös dieses signierten Trikots gleich der Hansa Nachwuchsakademie zu 100% zur Verfügung gestellt werden.
So, bleibt mir eigentlich nur zu sagen, Tommy, schön, dass du hier warst. Ich hoffe, dass wir noch öfter die Möglichkeit haben, hier nach erfolgreichen Spielen oder Saisons miteinander zu plaudern. Ich setze auf dich. Willkommen zu Hause. Dankeschön. So, bevor wir jetzt hier noch richtig anfangen zu feiern und dann endlich mal der Sekt rausgeholt wird, Silvia, bleibt mir noch zu sagen, schön, dass es wieder kuschelig voll war hier, dass ihr alle hier wart. Mir hat es Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. 2 Jahre Fanradio sind nur geschafft. Ich hoffe, wir schaffen die nächsten 20 Jahre auch noch zusammen. Vielen Dank an dieser Stelle an die ganzen Mitmoderatoren. Ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen, wenn man sagt, Christoph Löschke, Thomas Weggen, Sven Gede, Lorenz Kubitz, Christian Falkenberg, Kieran Brown, Johann von Suchodolets, alle, die mal Probe mit André Borowski, genau, alle, die mal mit Probe moderiert haben oder uns unterstützt haben. Danke an den Herrn der Bits und Bytes, Helmer Wildenhain hier zu meiner Rechten. Ich hoffe, ich habe keinen in der Aufregung jetzt hier vergessen. Ja, und an alle zu Hause, ich hoffe, ihr hattet auch wieder viel Spaß, habt viele Informationen rausziehen können und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid bei Hansa im Team Live Talk aus dem Fanhaus. Bis demnächst. Danke.